Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Fake It hinein. Zurück bei Let's Play Again Sonic Generations für Steam. Nun wird es Zeit, dass wir die Herausforderungen von der Sky Sanctuary Zone bestreiten. Angefangen mit dieser hier. Ein weiteres Doppelgänger rein. Natürlich, warum auch nicht? Einfach mal wieder losspeeden. Wir brauchen vor allem die Schalter ja nicht unbedingt. Wir werden wieder die Egg-Robots entzündet. Vom Death Egg. Tja, jetzt habe ich es doch ein bisschen verkackselt hier. Das geht besser, was ich da gerade mache. Ja. Ein weiteres Mal. Naja. Aber das wird schon. Na, oder auch nicht. Wenn die es schaffen, mich abzuballern. Ach, shit. Oh. Okay, das war jetzt ein Fehler, weil ich total vergessen, dass ich da auch das unten auch noch eine Wolke ist. So, jetzt war. Das war richtig feines Beat hier. Ach. Ach komm! Als ob! Toll. Also ich glaube, ich habe wirklich immer nur die schlechtesten Routen von allen genommen. Kommt mir so vor. Das geht eindeutig besser was als das, was ich gerade anstelle. Geht auf keine Kuhhaut. Ach, nicht schon wieder, ey. Mache ich immer denselben Fehler. Ach, warum komme ich da nie hoch? So schaffe ich das doch niemals. Diesmal nicht, Freundchen. So, ruck. So, und jetzt hoffentlich komme ich mal ein bisschen besser hier durch. So, will ich das sehen, ui. Sehr schön. Ah! Na toll. Oh, komm hoch da! Oh, gut. Und rüber da. Oh je. Aber die Zeit könnte gar nicht so schlecht sein. Oh. Natürlich. Ach komm. Lass mich doch mal losspeeden hier. Mann, das muss ich jetzt hier ausgehen. Okay, noch 10, 9, 8, 7. Ah, passt. Gut.
War doch etwas unsouverän am Anfang, aber das kriegen wir doch schon irgendwie auf die Reihe, ne? Na, wo geht das jetzt hin? Ah, hier. Da kommt's zurück. So, jetzt haben wir eigentlich alle drei Schlüssel. Wir könnten also schon zum Boss, aber nope. Ah, fast vergessen. Die Sonics auswechseln. Ah, ja. Die Schatzsuche. Lass Knuckles mit Y nachschauen. Zumindest ein Graben. Sammelt die nötige Anzahl und reicht das Ziel. Genau. So, hier wird es auch angezeigt. Aber das ist irgendwie, ich meine, ich mag zwar generell nicht so wirklich jetzt die Schatzsucher-Levels, aber ich finde trotzdem, wie sie dass es ein bisschen übertrieben ist, wie sie stetig anzeigen, dass da was ist. Ah, shit. Ah, geht sich noch aus. Mist. Die ganzen Münzen her. 35 müssen es sein dabei noch. Ah! Kann ich Zeit ausgraben? Sehr schön. Dann gib mal all die Coins her. So, und da war noch ein. War noch ein zweiter Schalter zu sehen. Wie sehen doch bitte an. Ich hoffe, das kostet mich jetzt nicht den Rang hier. Weil ich jetzt zu dem ich rumrennen musste hier. Alter, das ist doch nicht mein Ausgrabungsstellenallee. Gib den Ring her. Boah, hier ist meine eine Münze oder was? Na komm jetzt. Knuckles. So. Ich weiß nicht, verschwende ich da jetzt eher meine Zeit an dieser Stelle hier? Ich glaube fast, dass ich mit der Stelle zu viel Zeit vergeudet habe. So, noch eine Fünferstelle und dann, oder? Wo? Shit, ich habe keine Zeit mehr. Da. Zeit! Das Stichwort gerade. Mir fehlt da noch eine hier. Oh. Die Zeit möchte ich irgendwie rankommen. Das scheint eine besonders große Uhr zu sein. Hey, wie komme ich denn da hoch? Hä? Wie ist das möglich, verdammt? Ah, was soll das? Wieso steckt denn da bitte schön eine Uhr? Wie soll ich denn die rankommen? Mir fällt auch erst jetzt auf, dass die Münzen einen Knuckles-Kopf haben. Wirklich. Vielleicht ist es auch nur eine Prägung des Knuckles-Clan. Möglicherweise. So, gib mal her, die feinen Schätzchen. So, hier hinten waren. Ach doch, da ist was. Noch mehr Zeit. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber umso besser.
Immer schön. Jetzt mal dahin. Ihr gebt Ruhe, verdammt. Wo sind denn... Hier? Ach. Super, ich... Hier sind wir nicht an der richtigen Stelle gegraben. Gehen wir mal da lang. Kann mir vielleicht nicht schaden. Also damit verpasse ich nicht so viele Stellen. Jetzt gerade diesen Weg wähle. Hm, da ist Zeit und Münzen gleichzeitig. Sehr schön. Und hier noch mehr. So, immer weiter. Da war er auch noch. So, eine fehlt noch. Erstmal ist hier noch Zeitboni. Dafür hat man immer Zeit. So, und jetzt haben wir alle Münzen. Jetzt. Da fällt eine runter. What the fuck? Wo komme ich bloß an? Egal. Jetzt aber schnell zum Ziel. Ich brauche nicht noch mehr hier. Was ich brauche, ist das Ziel. Verdammt. Yes! Puh. So, komm mal runter da bitte. Was haben wir denn wieder für einen Song? New Green Hill Zone aus Sonic Advance. Nice. So. Gut. Machen wir mal da weiter. Luftiges Paradies, benutze Warpkugeln, um das Ziel vor dem Zeit erreichen. Okay. Warpkugeln sind das. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch. Sieht auch aus wie so magische Perlen. War das jetzt so gut? Ich schätze mal schon. Jawoll! Kommen wir zu der hier. Das ist bislang ganz geschmeidig, aber... Es ist so schön, Hochmut kommt vor den Fall. Aber ich scheine wirklich eine ganz gute Route zu wählen, also zu kriegen. Das scheint gar nicht so schlecht zu sein. Ah, shit. Nicht gut. Ah, nur weil ich so ungeduldig sein muss. Ach, kurz zum Ziel. Immerhin hat es trotzdem noch gereicht. Klingeling. Komm wieder zurück da. Oder auch da hoch, meinetwegen. Nice. Ach, eigentlich will ich zu der wieder zurück. Also zu dem Tor zurück, bei dem wir waren. Ich bitten darf. Ballonfieber. Dank Ballons springst du super hoch. Kann ich das ziehen? Okay. Einfach mit den Luftballons. Ich meine, es gibt auch Wolken, die uns hier eigentlich schützen, also... Eieiei. Auk! Na, schade. Nicht schlecht. Fuck, nein. Shit. Das hat mir jetzt zu viel Zeit gekostet.
Okay. Scheint immer nur nach und nach hier. Oh nein, 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 lass mich. Komm mal hoch da. Ja, wo ist jetzt hier? Oh. Shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Okay. War doch kein Problem. Ich hab so ein bisschen spannend gemacht, wisst ihr? Lee Forest, ja, jetzt kommt Sonic Advance 2 Soundtrack. Okay. Goldene Zeit. Goldene Zeit, genügend Ringe. Okay. Weil die Gegner jedes Mal einen bestimmten Zeitraum in Ringe dabei verwandeln, immer wieder zusätzlich. Plattform, würdest du bitte freundlicherweise wieder respawnen? Hallo! Gut, dann halt so. Sowieso hier nur an der Stelle weiter. Ich habe schon die nötigen Anzahl Ringe. Ah, was soll das? Wo muss ich lang? Schnell. Ziel. Ziel. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Shit. Na toll. Hä? Was wäre denn da die perfekte Route gewesen? Noch zusätzlich. Wie schnell muss man denn dabei gleichzeitig sein? Mich dazwischen nicht aufhalten lassen, zu sehr. Die hätte ich jetzt dabei auch nicht besiegen dürfen. Ja, die 10er Box war es wahrscheinlich, die mich jetzt so lange aufgehalten hat. So, jetzt habe ich hier schon die Ringe zusammen und jetzt schnell auf zum Ziel. Auruk. Die goldene Zeit kann ich höchstens nutzen, um die Gegner von mir fernzuhalten. Wie ich da zurückgesteuert werde, was soll das? Ist ein Bug? Oh, shit. Das ist auch ganz schön knapp bemessen mit der Zeit hier. Nee, das gibt's nicht. Okay, ich darf mich niemals zu lang aufhalten lassen hier. Okay, ich darf auch nicht aber so übertreiben hier, dass ich auch runterfalle. Ah, komm hoch da. So. Es kommen eh so viele Gegner unterwegs, dass ich das dann schon ohne Probleme hinbekommen kann, die Ringe zusammenzubekommen. Ist ja kein Ding. Die Ringe sind ja nicht das Problem. Es ist halt einfach ein... Was denn? Come on.
Diesmal kriege ich das auf die Reihe. Warum nicht gleich so? So, neue Fähigkeiten. Na, das ist wahrscheinlich die Ringfähigkeit, die ich gerade bekommen habe. So. Na, jetzt kommt das Doppelgängerrennen noch mit Modern Sonic, natürlich. Na, mal los! Wieder eine blöde Route genommen. Muss ich etwas langsamer, weil wenn ich da jetzt geboostet wäre, dann wäre ich jetzt da eiskalt in den Abgrund gefallen. Das ist jetzt so eine Situation, wo man aufpassen muss mit den Boosten. So. Okay. Jetzt war... lohnt es sich richtig Tempo anzulegen. Ah, nee. Das war verkehrt. Jetzt wärst du ideal wieder gelaufen und dann sowas. Hier kann man echt einen Doppelsprung gut gebrauchen an solchen Stellen. So, jetzt aber. Von oben rum. Wenn er gefälligst auch springen würde. So. Come on. Das soll es aber wirklich nicht so gut sein. Ach, was ist das? Lass ihn nicht aufhalten, renn weiter! Okay. Mal so eine Route hier. Warum nicht? Uff. Nicht schlecht. Schade. Okay, das hat gepasst. Das wieder nicht! Mann! Wie nah muss ich beim Gegner sein, damit die Homing Attack anschlägt? Gott! Also manchmal, ey. Hat es nicht geklappt hier? Ach, gehen wir mal hier lang, vielleicht passt das umso besser ins Bild. Ich meine, es könnte möglich sein, dass das eine bessere Route wäre, wenn ich sie auch wirklich richtig bewerkstelligen kann? Meine Fresse!
So, jetzt aber. Geht doch. Uff. Oh, beinahe hätte ich jetzt hier die Regenbogenringe verpasst. Okay. Jetzt auf die Wolke. Und auf die Rampe. Oh Mann, durch das schöne, teure Fenster durch. Nein! Man muss dieser Arsch gerade eine Scheißrakete abfeuern. Da konnte ich nicht anders als reinrasen. Scheiße. Nein! Come on! Wenigstens hier den oberen Weg zur Abwechslung. Mann! Ah! Wo geht denn jetzt hier lang? Egal. Hauptsache. So, ich krieg das noch auf die. So, geschafft. Oh man. Was war das denn jetzt schon wieder? Ach, come on. Als ob ich das jetzt noch nicht mehr schaffen kann. Eieiei. Noch nicht mal die Musiknote. Schaffe ich.
schnell einzusammeln. Special Stage Bonus Challenge. Okay, jetzt kommt dieses Rennen gegen Amy. Amy drunter und drüber reicht, dass sie vor Amy während Kreisel sitzt. Ja. Das wird hoffentlich gehen. Und wir hören Sonic Battle Mucke. Halten wir Amy vor ein bisschen auf. Brauche ich das hier überhaupt jetzt gerade? Glaub nicht. Da hätte ich schon ein bisschen abkürzen können. Come on. Mann, diese Fähigkeit. Ich wünschte mir, die könnte man auch im nächsten Sonic-Spiel interagieren. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade einen Fehler gemacht hätte, wahrscheinlich den oberen Weg gehen müssen. Ah, dieser Kreiselte. Geht auch ganz schön langsam hier. Oh je, ich hoffe, ich schaffe das noch hier. Hoch da. Oh shit. Geht sich das noch aus? Ah, ich glaube nicht, nee. Die Route, die ich gewählt habe, ist nicht gut und warum bin ich so blöd, da abzusteigen? War wieder sehr schlau von mir. Nein! Runter! Come on! Ich glaube, da hätte ich lieber draufbleiben müssen. Oder zumindest einen richtigen Moment abspringen. Und rüber zu gelangen. Toll. Aber vielleicht passt das ja zusammen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein! Ah, das ist wieder so eine... von diesen Missionen. Ein bisschen zu heftig abgehen. Und der Kreisel zerbricht dann noch nicht mal unterwegs. So hätte ich mir den ganzen Ärger ruhig ersparen können. Jetzt will ich auch die ganze Zeit in den Kreisel bleiben, oder? Hilft das was? Bin mir gerade nicht sicher. Jetzt ist es dazwischen mal kurz abzuspringen und dann hoch da, come on. Ja, come on. Sorry, meine lieben Papageien. Da muss ich leider durch. Beim Umdrehen ist es wirklich schwierig, hier hoch zu gelangen. So weiter zu gelangen hier. Oh shit. Nein! Jetzt komm! Komm doch mal drüber! Das darf wohl nicht wahr sein. What the? Okay. Das war unerwartet, weil ich dachte, hätte nicht gedacht, dass ich der starre Kugel dementsprechend jetzt vor, also an der starre Kugel da vorbeikomme. Na schön. Rasanter Spaß. Feine Schießen bewegen sich schnell. Erreicht das Ziel sicher und 13. Ja, okay. Das wird schon schief gehen. Ja. Wie ich es bereits angedeutet habe. Aber nach wie vor bin ich immer noch schneller. Sorry, Leute.
Was war das denn jetzt? Ich hab sie wohl unterschätzt. Das haben sie wörtlich genommen. Mann! Wieso krieg ich den nie? Was zum... Darf ich etwa nicht? Nach oben oder was? Muss ich den unteren Weg tatsächlich nehmen oder was ist das jetzt für ein Scheiß? Das war wieder... So, jetzt war... Uff. Ja, toll. Das war auch wieder genial, gerade. Alter! Also manchmal... Ich weiß nicht. Die Homing-Attacken nicht wirklich funktionieren. Was ist denn mit einem Boost? So hin, dann... Erst funktioniert das. So. Uff. Da komm schon weiter mit. Weiter. Was? Der respawnt wieder. Ja, wie soll ich denn... Ich kann da gar nicht drüber so schnell. Was zum Teufel, ey. Komm schon, Ringe, gib mir jetzt Ringe hier. Selbst das geht schneller hier. Na. No. Nicht auf die Art und Weise, wie ich runter wollte. Alles geht hier schneller. Oh Mann. Nein! Ja, dreh dich doch mal um! Hallo, da musst du lang! Scheiße. Was machst du? Was ist mit der scheiß Homing-Attack los gewesen? Fuck it! Kann natürlich diese Stachelkugel nicht durch, oder was? Na komm jetzt! Ach, scheiße! Ja, ich weiß nicht, was das soll. Okay. Dann kommt das Sprichwort Hochmut kommt für den Fall. Nicht rüber! Ich kann da gar nicht mehr springen! Es lässt mich gar nicht hier! Wie soll das denn möglich sein? Also es ist wirklich heftig deftig, das Ganze. Sehr schön, wenigstens das. Ja, runter da. Meinetwegen lasse ich mich mal kurz treffen, was soll's. Hauptsache, das bedeutet, dass ich es auch dementsprechend schaffen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob ich zu viel Zeit hier verloren oder... Shit. Ah! Sehr schön! Ah, doch noch geschafft. Was gibt's dafür? Metal Harbor! Metal Harbor. Von
Sonic Adventure 1 oder 2? Ich weiß es gerade nicht mehr. Scheiße. Ich glaube, das war Sonic Adventure 2, ne? Ja, 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 ich glaube, so war es. So, hier ist die letzte Quest von Sky Sanctuary und wir haben einen überlangen Part, aber scheiß drauf. Acroborazerei. Los! Versuchen wir das halt schnell zu beenden hier. Aber nicht so schnell! Was zum... Alter, wie ich da fortgeschleudert worden bin. Das sah vielleicht krank aus. Ja, was ist? Oh, okay. Kann ich da... Ja, ruck. Nach oben schwingen. Ja, jetzt muss ich runter. Uff. Nicht mit mir. Oh, shit. Nein, Zeit. Für die Zeit habe ich keine Zeit. Okay. So kann man es auch machen. Ja. Oh, Mann. Au. Dankeschön. Okay. Nein, come on. Hoch. Hoch. Sehr schön. Und jetzt. Oh, ruck. Ah. Man. Okay, so viel zu den ganzen Classic Herausforderungen. Was wird jetzt unbedingt, wie smooth es noch war mit Gem geplant und jetzt hier ist es absolut krasse Kacke. Intensiv. Oh schön, was haben wir mit Sonic noch? 200% Überzeugung nutzt sofort, um das Ziel tatsächlich zu erreichen. Okay. Ah ja, und dieses Trampolin kam auch aus Sonic Adventure. Oh, Rock. Ich wollte springen, aber ich bin noch um 1 mm nicht am Boden, zu wenig am Boden gewesen, sodass ich jetzt stattdessen eine mehr oder weniger Homing Attack einsetzen musste. So, jetzt aber. So wollte ich das sehen. So will ich das haben und nicht anders. Ich weiß nicht, ob die minus 50 Sekunden sich dafür gelohnt haben. Wahrscheinlich nicht! Ah. Lass gut sein, Freundchen! Steckt eine Rakete sonst wohin. Aua! Burn, baby, burn, baby. Bam, bam, bam. Yeah! Come on! Ich habe keine Turbozeuge mehr gehabt. Ist egal, ist egal. Rechtzeitig am Ziel. Okay, das wäre geschafft. Wäre noch leider mit Überlänge. Shit, das wollte ich eigentlich nicht, dass das so weit kommt. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Emerald Coast. Na, das ist aus Sonic Adventure 1. Na gut, dann geht's im nächsten Part jetzt weiter mit den Bossen. Erstmals mit Metal Sonic und dann mit... Ja. Ihr wisst schon. Ja, ich meine, vielleicht wissen es manche von euch nicht, deswegen spoilere ich das noch nicht, wer als nächstes kommen wird. Also wer als erster großer Boss kommen wird hier. Aber ja, hier sehen wir schon. Classic Metal Sonic. Aber
dem dann den nächsten Part, wie gesagt. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wusste, trotz der Fails, die zu bestimmen sind. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen, dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Wicked hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Again. Sonic Generations für Steam. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen.